Moin liebe Trickster, heute werde ich Betrüger-Zauberer im Internet exposen. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere von euch jetzt, wie genau kann man denn Betrüger-Zauberer sein? Lass mich euch erklären, was ich meine. Kurz zur Hintergrundgeschichte, ich arbeite seit einiger Zeit schon an einem Video, für welches ich die Plattform Fiverr verwende. Fiverr ist eine Plattform, auf welcher man Freelancer, also Freiberufler, buchen kann für verschiedene Services oder eben als Freiberufler seine Services anbieten kann. Ich habe zum Beispiel Fiverr benutzt, um einen Synchronsprecher zu finden für die Rolle vom Bösewicht in meinem Cyber Edition Kurzfilm. Für ein anderes Video, in dem es darum geht, als Zauberer auf Fiverr, habe ich einfach mal geguckt, was gibt es eigentlich so für Zauberer auf Fiverr, und da habe ich Folgendes entdeckt. Meine Kinnlade war auf dem Boden, als ich das gesehen habe, und ich möchte, dass ihr auf gar keinen Fall auf so etwas hereinfallt. Ich werde dir einen erstaunlichen Zaubertrick erklären. Ha, da bietet jemand an, ich erkläre dir einen Trick. Also im Prinzip ein Coaching oder wie? Ich werde dir diesen Trick für $100 erklären. Kostet 51,39 Euro. Das sind nicht $100. Man kauft das hier für 51,39 Euro und bekommt dann ein Video zugeschickt, in dem der Trick erklärt wird. Kein Online-Coaching, kein, hey, bezahl mir 50 Euro und ich erkläre dir eine halbe Stunde lang den und den Trick, ich bring's dir bei und wenn du Fragen hast, ich kann dir direkt durch die Kamera auf die Finger gucken und so weiter. Nein, kein Online-Coaching, kein Online-Workshop, ein Video. Das heißt im Prinzip nichts anderes als das, was ich hier auf meinem YouTube-Kanal mache oder was wir in der Somnium Membership machen. Ein Tutorial-Video, das man hier für 50 Euro kauft. Das ist ja jetzt so erstmal nicht verwerflich, dass man seine Tutorial-Videos verkauft, aber zu einem Preis von 51,39 Euro, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Industriestandard, was bekommt man so in anderen Zaubershops für 51,39 Euro? Für so viel Geld, nur für ein Video, ohne irgendein Gimmick oder sonst was, wirklich nur für ein Video, dann bekommt man für das Geld meistens wirklich stundenlange Lectures, wo etliche Tricks erklärt werden. Und dieser Kollege hier bietet für 51,39 Euro einen Kartentrick. Da muss das ja jetzt der absolute Burner sein, oder? Gucken wir mal, was das für ein Trick ist. Hier läuft jetzt im Hintergrund nur Musik. Wir haben hier die zwei schwarzen Buben und einen ganz offensichtlich geholten Break unter einer Karte. Wir haben jetzt also hier eine Sandwich-Routine. Es wird eine Karte aus dem Deck ausgewählt. Ganz offensichtlicher Double Lift. Sorry, dass ich da jetzt hier so einfach stumpf Methoden verrate, aber wenn man für 51 Euro ein Tutorial anbietet, dann muss das qualitativ mega sein. Und das ist hier jetzt wirklich nicht die Bombe. Bin ich ganz ehrlich mit euch. So, die Karte befindet sich oben auf dem Deck. Und er nimmt sie jetzt. Warte mal, das ergibt gar keinen Sinn. Warte. Das ergibt nicht mal Sinn. Der Zuschauer zieht eine Karte mitten aus dem Deck. Die Kreuz 9, ja? Der Zuschauer glaubt ja jetzt, dass die Kreuz 9 mitten im Deck verloren geht. Na? Hier. So. Die Kreuz 9 ist jetzt also mitten im Kartenspiel. Und jetzt nimmt er hier die oberste Karte, die ja die Kreuz 9 ist, tut so, als würde er sie palmieren auf unsichtbare Art und Weise und zaubert jetzt die oberste Karte zwischen die beiden Buben. Hier befindet sich jetzt eine Karte. Das heißt, das dürfte ja jetzt nicht die Kreuz 9 sein, weil die Kreuz 9 ist mitten im Deck und wir haben jetzt hier von oben eine Karte genommen und hier dazwischen gezaubert. Auf unsichtbare Art und Weise. Und nein, es wird nicht jetzt hier, nachdem eine Karte hier auftaucht, sofort umgedreht, sondern die Karte wird erstmal auf dem Deck abgelegt, was immer schon nicht sonderlich stark ist. Ja, die Buben werden gezeigt als, guck, da ist sonst nichts. Und mit einem Double Lift wird enthüllt, es handelt sich dabei um die Kreuz 9. Die Kreuz 9 kommt jetzt wieder in das Deck zurück, aber befindet sich jetzt wieder zwischen den Buben. Und jetzt gibt es noch einmal eine Transposition. Das ist der Trick für 51 Euro, beziehungsweise, warte, lass mich zitieren, für $100. Weiß ich nicht, Digga. Lass mich das kurz aufschlüsseln. Das sind zwei Double Lifts. Ende, oder? Ende. Oder? Oder? Das sind eigentlich nur zwei Double Lifts, korrekt? Die ganzen Griffe hier? Ja, also wer einen Double Lift kann, der kann diesen Trick und sieht auch schon anhand der nicht sonderlich sauberen Performance genau, wie es funktioniert. Warum bin ich jetzt hier so knallhart? Warum kritisiere ich das so scharf? Es ist eine Sache, nicht so mega saubere Performances ins Internet zu stellen. Es ist eine Sache, für 5 Euro, für 10 Euro, wie auch immer, Zaubertricks im Internet anzubieten, einen selbst erfundenen Kartentrick irgendwie im Internet zu erklären. Aber für $100 / 51,39, was vom Wechselkurs her keinen Sinn ergibt, das hier anzubieten, das ist Abzocke. Wer jetzt keine Ahnung von Zauberei hat und wen das jetzt hier ultra gefoolt hat, der denkt sich jetzt eventuell, nice, ich zahle dem hier einmal 51 Euro und da kann ich so einen ultra krassen Trick, weil du genau den Trick
tausendfach so kostenlos auf YouTube findest. Der Verkäufer wurde jetzt hier kein einziges Mal bewertet und es steht auch nicht dabei, wann er das letzte Mal geliefert hat. Also ich kann mir vorstellen, dass noch nicht ein einziger Mensch das überhaupt gekauft hat. Aber alleine auf die Idee zu kommen, sowas anzubieten, also für den Preis, da muss man schon sehr mies drauf sein. Und Freunde, ich habe da noch mehr gefunden. Hier habe ich jemanden aus Deutschland gefunden und dieser Nutzer verweist auch auf sein Instagram-Profil und ist ein Follower von mir. Dieser Nutzer sieht sich eventuell selbst in diesem Video. Und es hat einen sehr bitteren Beigeschmack und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt unzensiert oder zensiert hochlade. Ich will ja hier mit niemandem irgendwie schlecht reden oder so, aber ich will hier Missstände exposen. Wenn wir jetzt nämlich hier, abgesehen vom Basic- und Standardangebot, auf das Premium-Angebot gehen, steht hier, hochprofessioneller Zaubertrick. Ich werde dir ein lang gehütetes magisches Geheimnis erklären. Für 72 Euro bekomme ich hier ein 2 Minuten langes Video, das Hintergrundmusik enthält. Hier ist ein Präsentationsvideo, das die Skills von dem Zauberer hier einmal darstellen soll. Ja. Ja. Okay. Mittendrin irgendwie abgeschnitten, da ging es eigentlich noch weiter. Fingerfertigkeiten sind da. Dieses 9-Sekunden-Video hat mich jetzt überzeugt. Für 72 Euro kaufen wir jetzt ein 2 Minuten langes Tutorial. Mit der Fiverr-Gebühr sind es insgesamt sogar 76 Euro, die mich das Ganze kostet. Bezahlen. Background Music, not necessary. Auftrag starten. Der wird mich jetzt wahrscheinlich anhand meines Namens erkennen, weil ich mit meinem echten Namen auf Fiverr bin. Das war vielleicht gar nicht so schlau. Aber da bin ich gespannt. Ich drehe dieses Video hier am 10. August. Morgen am 11. August wird das Video geliefert. Also ich zeige euch gleich im weiteren Verlauf des Videos, was haben wir hier für 75,89 Euro zugeschickt bekommen. Hier haben wir noch einen Zauberkollegen, der eine ganze Performance hier drin hat. Er lässt eine Karte auswählen mittels, er hat einen Hindu-Shuffle gemacht und so frei eine Karte auswählen lassen. Genau, die wird jetzt dem Publikum gezeigt. Die Herz 6, wie es aussieht. Und was passiert jetzt? Die Karte kommt zurück ins Kartenspiel. Und das Kartenspiel kommt in die Hosentasche. Und jetzt soll sie sein Herz berühren und sich anscheinend auf ihre Karte konzentrieren. Und unter seiner Kleidung sieht man genau die Herz 6 als Tattoo auf seiner Haut. Ja, schöner Trick. Kann mir sehr gut vorstellen, dass die Reaktionen hier ganz toll drauf sind. Und das möchte ich jetzt bitte lernen. Er bringt mir 2 unglaubliche Kartentricks für nur 5,14 Euro bei. Das ist doch ein korrekter Preis. Und hier steht was von Lektionen. 15 Minuten Übungen und unterstützende Materialien. Bekomme ich hier jetzt ein Video zugeschickt oder habe ich einen Talk mit ihm? Finden wir es heraus. Weiter geht's. Ich zahle jetzt hier nochmal den doppelten Aufpreis, damit ich es wirklich innerhalb von einem Tag geliefert bekomme. Damit ich genug Zeit habe, dieses Video hier zu schneiden. Aber theoretisch habe ich nur 5,14 Euro jetzt an ihn bezahlt. Also, sehr, sehr günstiger Preis. Gucken wir mal, ob es das wert ist. A deck of playing cards. Yes, I have one deck of playing cards. Ich werde dir einen Weltklasse-Zaubertrick beibringen für 20,56 Euro. Gucken wir mal erstmal, um welchen Trick es geht. Okay, das Video ist unbearbeitet. Das Karo Ass und das Herz Ass. Hä? Ja. Aha. Aus dem Nichts entsteht ein Pokerchip. Ja, er verschwindet. Und erscheint jetzt zwischen den beiden. Ah, das klassische, guck mal, meine Hände sind leer. Ja, okay, er erscheint zwischen den Assen. Okay. Ja, weiß nicht, ich habe da mit einigen Kollegen schon diskutiert drüber. Es gibt ja ganze Routinen darum, dass man beispielsweise eine Karte auf diese Art und Weise verschwinden lässt und dass man wirklich seine Hände komplett leer zeigt, wo ich mir so denke, warum soll ich so zeigen? Guck mal, meine Hand ist leer. Siehst du, ich habe nichts in den Händen, oder? Siehst du das? Weiß ich nicht. Ich persönlich finde das nicht so nice. Es fühlt teilweise ultra krass. Es ist richtig, richtig heftig von der Fingerfertigkeit her. Aber ich persönlich bin da nicht so der Fan von. Aber, okay, schöner Effekt. Wir haben 2 Spielkarten. Aus dem Nichts erscheint ein Pokerchip. Dieser verschwindet und taucht zwischen den beiden Assen auf. Ob das jetzt an und für sich 20,56 Euro wert ist, okay,
kann man diskutieren drüber. Aber, und das möchte ich loben an der Stelle, wir bekommen hier eine Sitzung, die bis zu 30 Minuten geht. Wir bekommen einen personalisierten Aktionsplan und das, die Zeit, die er da reinsteckt, das ist viel mehr wert als 20,56 Euro. Also hier an der Stelle, Subharmonix definitiv kein Scam. Das sieht alles legit aus. Was ist das Premium-Paket? Da bringt er uns eine ganze Zaubershow bei für 513 Euro. Eigenes Video, was sagt ihr? Ja gut, aber finde ich gar nicht so schlecht. An und für sich finde ich auch seine klassische Palmage sehr gut. Ich mag es nicht so ganz, wie er reingeht in die Palmage, aber das geht in der Kameraposition so, wenn man für die Kamera performt, nicht anders. Das ist okay. Cooler Kartenzaubertrick, 5,14 Euro. Und was für ein Trick geht es dabei? Es wird eine Karte ausgewählt. Sie wird random in der Luft geflickert. Es ist die Pik Dame. Aha! Sie verschwindet. Das Deck wird geschüttelt und sie taucht umgedreht im Kartenspiel wieder auf. Jawohl. Ja, auch technisch fand ich das jetzt gar nicht schlecht. Hier die Art und Weise, wie die Dame verschwindet. Da ist er gerade sehr sauber reingegangen in diese Position. Ich glaube, für einen Laien sieht das sehr magisch aus. Man hätte sich jetzt die Enthüllung noch ein bisschen kreativer überlegen können, als einfach nur, guck mal, jetzt taucht sie umgedreht im Deck auf. Aber man bekommt hier eine 10-Minuten-Lektion von ihm zugeschickt mit 5,14 Euro. Absolut legit. Also Tricks for Fun 0. Top. Test bestanden sozusagen. Da könnt ihr getrost einkaufen. Ich werde die Geheimnisse und Fähigkeiten von Zaubertricks enthüllen. Grundlegende Zaubertricks für Kinder. 10,28 Euro. Für jeden Zaubertrick bekommst du eine schriftliche Erklärung und ein Bild mit einem Trick und ein Video, bis du auswählst, was du trickst. Aha, Standard, ernsthafte Tricks, Premium, professionelle Tricks. Also darüber kann ich jetzt gar nicht urteilen, bis ich selber ausprobiert habe. 41,11 Euro, bestätigen und bezahlen. Da bin ich ja mal gespannt. Wir kriegen hier schriftliche, professionelle Tricks erklärt. Oha, für manche Tricks braucht man extra Props, welche man bei ihm bestellen kann. Oha, I'm something of a magician myself, so I probably have most of the props that I need. Let's go. Und hier hatte ich noch jemanden gefunden für 5,14 Euro. Bringe dir einen bis fünf Tricks in einem Verhältnis von 1 zu 5 Dollar beibringen. Das ist wahrscheinlich bei der automatischen Übersetzung von Fiverr schief gegangen, aber was lernen wir hier Schönes? In Spring? Ja. Backpalmage. Snap Change, aber mit einem sehr schönen Eckenhandling. Flickershot. Ja, für 5,14 Euro. Warum eigentlich nicht, ne? Über diesen Service. Liebe ist uns nicht. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. Also, das wäre jetzt der letzte Ort, an dem ich mit dem Rickroll gerechnet hätte, Freunde. Glückwunsch, ihr wurdet gerade in einem Ich-Expose-Zauberer auf Fiverr-Video gerickrollt. Ehrenmann! Na gut, aber es sieht legit aus, wenn das die Sachen sind, die er erklärt für 5 Euro, da kann man nicht meckern. Hier, ich werde eine Zaubershow für ihre spezifischen Fähigkeiten, Persönlichkeit und Design entwerfen für 20,56 Euro. Absolut unter Wert verkauft. Ich weiß nicht, wie professionell er jetzt wirklich ist und wie ernst man das nehmen kann. Aber, also hier auf jeden Fall kein Scam, da kann sich keiner beschweren drüber. Und einen letzten hatte ich noch gefunden, wo ich wirklich einmal ein Kompliment aussprechen möchte. Felix Sun HPS bringt uns 3 bzw. 4 oder 5 Tricks bei. Für diese 5 Tricks haben wir dann einen 50-Minuten-Call per Zoom, Skype, FaceTime etc. Er nimmt sich eine knappe Stunde Zeit für uns, bringt uns 5 coole Tricks bei für nur 35,97 Euro. Das sind hier so seine Skills. Ja, die Münze erscheint. Sie verschwindet und erscheint wieder in seinem Ohr. Und Muscle Pass. Jawohl.
Okay, wenn er den beibringt, krass. Das will ich sehen, wie ein Anfänger Muscle Pass lernt. Ich kann ihn bis heute nicht. Aber ja, finde ich sehr, sehr, sehr cool von ihm. Er nimmt sich da dann wirklich die Zeit. Man hat einen Call mit ihm. Er kann einem auf die Finger gucken, Fragen beantworten. Da ist auch das absolut unter Wert. Das kann er definitiv teurer anbieten. Das war Part 1 dieses Videos. Und jetzt heißt es abwarten und Holy trinken, bis wir die Lieferung bekommen. Holy sponsert nämlich dieses Video. Dankeschön dafür. Holy produziert nämlich Energy Drinks, die ohne Zucker und ohne Taurin und ohne sehr viel ungesundes Zeug auskommt, das Energy Drinks sonst häufig enthalten. Ist günstiger, als wenn ihr euch einen Energy Drink im Supermarkt kauft. Vor allem mit meinem Code MATTI5, da spart ihr nämlich 5 Euro auf eure erste Bestellung. Und das Ganze schmeckt auch nicht so hart nach Chemie, sondern ziemlich fruchtig, um ehrlich zu sein. Deswegen freue ich mich so über diese Partnerschaft. Danke für den Support. Wenn ihr Holy noch nie probiert habt, mit meinem Code MATTI5 bekommt ihr als Neukunden 5 Euro Rabatt. Checkt den Link einfach in der Videobeschreibung aus. Ich würde euch empfehlen, gönnt euch einfach das Probierpaket. Da sind von allen 7 Geschmacksrichtungen jeweils 2 Stück mit drin. Mit meinem Code kostet das nur 14,99 € für 14 Energy Drinks. Und zwar 500 Milliliter, nicht 300. Lasst es euch schmecken. Ihr würdet mich sehr unterstützen damit, wenn ihr zumindest einfach mal vorbeischaut, auf den Link klickt, euch wenigstens einfach einmal den Shop anschaut. Das wäre für mich schon ganz großer Support und ihr unterstützt eben genau dieses Video hier. Danke an euch alle und Prösterchen. Ein paar Sekunden später. Jo, kurzes Update. Der Mohammed, bei dem ich diese Eintageslieferung dazu gebucht hatte, hat mir schon geschrieben: Hi, how did you place my order without my attention? Hä? I searched for magic tricks and found your advert. Na, da bin ich mal gespannt, was er antwortet. Interessant. Zweiter Tag. 2 Tage sind vergangen. Schauen wir uns die Endergebnisse an. Fangen wir mal dem Kollegen hier an. Der hat mich ja gefragt, hä, wie konntest du bestellen ohne meine Aufmerksamkeit? Okay, er sagt, er ist aktuell sehr beschäftigt. Ich schicke dir einfach ein Video. Warte 30 Minuten, ich filme ein Video für dich und dann schicke ich es dir. Zur Not können wir auch quatschen, wenn du irgendwelche Zweifel hast. Ich schick's dir per Telegram. Gib mir deine Telegram-ID. Don't have Telegram, Google Drive or something. Ja, ich habe kein Telegram, deswegen frage ich ihn, ob er es irgendwie auf WeTransfer, Google Drive oder sonst irgendwo anders hochladen kann. Also, das Kapitel ist noch nicht beendet. Wie sieht's bei dem Kollegen aus? Da habe ich 45 Euro dafür bezahlt, dass er mir schriftlich einen Haufen Tricks erklärt. Hä? Okay, what tricks are these? Do you want me to record you or... Hä? Und das ist jetzt seine Abgabe. Ich bin so verwirrt. Ja, in seiner Beschreibung sagt er, man kriegt irgendwie Instruktionen für einen professionellen Trick niedergeschrieben oder auch als Video. Ja, ich verstehe jetzt nicht ganz das Problem. Gucken wir mal, was er antwortet. Und dann war da noch der Kollege aus meiner Community. Ich habe auf die Videos royalty-free Music draufgepackt, kannst sie ersetzen, wenn du willst. Und eine 856 MB große Datei, da schauen wir doch mal rein. Nochmal zur Erinnerung, ich habe den hochprofessionellen Zaubertrick, wird einen sehr lang gehüteten geheimen Zaubertrick machen und ihn erklären, mit einem 2-Minuten Video gebucht. Das heißt, wir schauen jetzt, was für ein Trick ist denn für diesen Nutzer 71,22 Euro wert. Nochmal zur Erinnerung, wenn man einen einzelnen Trick einfach nur als Video-Tutorial irgendwo in einem Zaubershop kauft, kein Gimmick oder sonst was, dann kostet das meistens 15, 20, allerhöchstens 30 Euro. 70 Euro für ein Video-Tutorial für einen Trick. Das ist mehr als doppelt so teuer, wie wenn ich das in einem Zaubershop kaufe. Ist es das Geld jetzt wert? Ist der Trick so dermaßen krass? Oder ist die Erklärung auf mich zugeschnitten? Was macht hier den Preis aus? In dem Paket liegt drinne die Epic Version, 1 Minute 44, die Trick-Erklärung, 7 Minuten 18 und alternative Performance-Files mit einem anderen Color-Grading und die Rohversion auch nochmal. Ich weiß nicht, warum ich jetzt 3 verschiedene Color-Grading und Versionen generell brauche von der Trick-Erklärung, aber schauen wir mal. Hier ist der epische Trick jetzt erstmal. Also, eine Karte, eine Vorhersage. Der Zuschauer wählt eine Karte und unterschreibt sie. Die unterschriebene Karte. Weiß ich jetzt nicht. Okay. Spread Call, Kontrolle. Eine Fliege, sehr gut. So, am besten fand ich ja diesen Move hier. Nach dem Change und dann...
Den Move fand ich am besten. Oh je, da muss ich stänkern. Warte, was ist da passiert gerade? Unterm Tisch? Dazu sagen. Ich lasse das unkommentiert. Ich habe ja nicht bezahlt für die Performance. Ich habe ja bezahlt für die Erklärung. Was für ein Niveau hat denn die Erklärung? Okay, es ist nicht personalisiert. Er spricht mich nicht mit meinem Namen an. Ich krieg einfach dasselbe Standardvideo wie jeder andere auch zugeschickt. Okay, er sagt jetzt hier, ich habe in meiner Performance den Topshop benutzt, produziere die Karte, wie du willst. Wenn ich jetzt ein absoluter Anfänger bin und ich kaufe mir dieses Tutorial, dann habe ich doch jetzt gar keine Ahnung, was der Typ gerade gesagt hat, oder? Krass, er erklärt nicht mal die Control, die er benutzt hat. Er sagt, was er gemacht hat. In meiner Performance habe ich die und die Kontrolle benutzt. Aber er erklärt es nicht mal. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, was ich hier machen kann. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wenn ich ein absoluter Anfänger bin, dann kann ich doch nichts anfangen. Mit irgendwelchen Namen. Ganz abgesehen davon sind die Namen nicht mal richtig. Also langsam macht mich das wütend. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Das ist halt eindeutig nicht 70 Euro wert. Also es werden hier ganz, ganz, ganz viele Techniken genannt. Keine einzige wird ausführlich erklärt. Und es wird auch nicht gesagt, wo kann ich das denn jetzt lernen? Ich nutze die und die Control. Schaut mal in dem und dem Buch oder schaut mal bei dem und dem Tutorial vorbei im Internet, wie auch immer. Nichts dergleichen. Es wird einfach vorausgesetzt, dass ich all das weiß. Ich habe ja auch einen professionellen Trick gekauft, ne? Also als Profi-Zauberer muss ich das ja auch alles wissen. Weiß ich nicht, ob man das so voraussetzen muss. Da muss das da klarer deklariert werden. Dieser Trick setzt voraus, dass du Profi-Zauberer bist und alles kennst, was mit Karten zu tun hat. Wenn das da nicht mit beisteht und ich denke mir als absoluter Laie, hä, guck mal, ich habe jetzt ein bisschen Geld übrig, ich will zaubern lernen, ja, dann kaufe ich doch nicht irgend so ein Billigding, dann kaufe ich doch direkt das Große. Als Anfänger kann man jetzt gar nichts damit anfangen. Es wird nicht eine einzige Sache richtig erklärt. Da war ein Griff, da hat er gesagt, von wem der Griff ist. Schaut mal bei den DVDs von denen vorbei, da findet ihr dann irgendwo diesen Griff erklärt. Also nicht mal, welche DVD genau. Also wirklich jetzt, ich bin richtig sauer. Und das ist jemand, der aus meiner Community kommt. Das ist jemand, der sich identifizieren kann mit dem, was ich so tue. Und das enttäuscht mich extrem. Wow, da ist sogar noch ein Gimmick mit dabei. Und er zeigt auch nicht den Produktionsprozess des Gimmicks. Er schreibt in drei Sätzen rein, wie er das Gimmick gebastelt hat. Vor allem schockiert bin ich darüber, wenn man das Ganze mal im Vergleich sieht. Wenn man in einem anderen Zaubershop für 70 Euro irgendein Gimmick kauft, dann bekommt man erstens ein hochwertiges Gimmick. Zweitens, man bekommt ein ausführliches Tutorial, wo jeder Schritt genau erklärt wird, wo erklärt wird, wie funktioniert das Gimmick, wie baut man es eventuell selbst zusammen, wie muss man es selbst präparieren und so weiter. Troubleshooting, was wenn es schief geht. Andere Creator bieten für diesen Preis ein riesiges Gesamtpaket an. Und das ist das, was mich so schockiert, wenn man im Vergleich dazu jetzt sieht, okay, 70 Euro. Die und die Griffe habe ich benutzt. Ich sag nicht, wo du sie lernen kannst, aber die habe ich benutzt. Viel Spaß damit. Das enttäuscht mich so krass. So, was ist mit den alternativen Performance-Files? Das ist wirklich einfach nochmal die Performance mit einem anderen Color Grading. Und die Performance nochmal ohne Color Grading. Was soll ich denn mit drei Performances? Ich will doch einen Trick lernen. Warum brauche ich dann die Performance in drei verschiedene Color Gradings? Puh, Leute. Ich bin echt sprachlos, ne? Also ich will damit jetzt nicht irgendwie einen Shitstorm für ihn auslösen, falls irgendwer irgendwie herausfindet, wer das jetzt ist oder so. Ich will da jetzt gar nicht für Trouble sorgen, aber ich sehe das halt wirklich verdammt kritisch. Ich sag mal, er schlägt den Preis vor, das kann er völlig frei machen. Er kann auch 10.000 Euro nehmen dafür. Wenn die Leute bereit sind, 10.000 Euro zu zahlen für dieses Video, dann ist das so. Wenn sie bereit sind, 70 Euro zu zahlen dafür, dann ist das so. Das ist jetzt erstmal logisch betrachtet klar. Aber dieser Preis muss doch irgendwo gerechtfertigt sein. Ja, da muss ich eine entsprechende Leistung für bekommen. Für etwas Hochpreisiges. In irgendeiner Form muss ich das abheben von etwas, was niedrigpreisiger ist. In diesem Fall jetzt hier könnte man argumentieren, ey, es ist eine Person, die sich um alles kümmert. Es ist kein ganz
ganzes Team. Ja, ein Freelancer ist immer teurer, als wenn du es irgendwo bei einer großen Firma kaufst. Das ist klar. Außerdem könnte man jetzt ja auch noch sagen, es steckt sehr viel Erfahrung dahinter. Man bezahlt umso mehr dafür, dass er sich jahrelang beschäftigt hat damit, um einem das so erklären zu können. Wenn die Erklärung dann hochqualitativ wäre und auch die Performance. Das Problem ist, dass die Videos nicht dafür sprechen für, ich bringe sehr viel Expertise mit und deswegen kostet es bei mir mehr als bei wem anders. Sowohl die Art der Performance als auch die Art der Erklärung zeigen nicht, ey, ich habe total die Ahnung und ich weiß genau, wie man Dinge erklärt, ich bringe es dir bei. Und deswegen kritisiere ich das jetzt so scharf. Ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse deswegen. Jetzt will der Typ meine WhatsApp-Nummer haben. Nee, ich gebe dir nicht meine Handynummer. Riecht ihr das, Leute? So langsam riecht das aber nach Scam? Warum kann er denn das Video nicht einfach irgendwo hochladen und mir den Link schicken? Warum will er das unbedingt mir direkt auf mein Handy schicken? Sei es per Telegram oder per WhatsApp. Ich glaube, so langsam will ich die Datei gar nicht haben. Will ich wirklich einen Fall, was mir der Typ jetzt schickt, auf meinem PC haben? Dritter Tag. Noch ein Tag ist vergangen. Alter, was ein Langzeitprojekt. Nach einigem Hin und Her und einigen Unstimmigkeiten habe ich jetzt endlich eine Datei zugeschickt bekommen von dem Dude, der meinte, er schickt schriftliche Erklärungen oder auch ein Video. Ich habe ein Video bekommen und das schauen wir uns jetzt an. Das Video geht 1 Minute und 5 Sekunden lang. Nein, no way! Ich habe nicht wirklich 45 Euro bezahlt für einen Zauberkastentrick. Und für den Preis wurde mir das Gimmick nicht mal zugeschickt, was halt meistens eins von 20, 30 Gimmicks in einem Zauberkasten ist, der 30 Euro kostet. Also diese Dinger kannst du wahrscheinlich für 20 Cent oder so aus China bestellen. Alter Schwede. Ich feiere es aber auch extrem, dass so epische Musik im Hintergrund läuft und nicht drunter gelegt wurde unter das Video, sondern mit aufgenommen wurde. Hört ihr das? Fühle ich ja. So, wir haben ein Kartenspiel. Wir haben eine leere Halterung dafür. Und das handeln wir ganz natürlich, das Kartenspiel. Absolut natürliches Handling. Ja, professioneller Zaubertrick. So, da ist eine Karte drin, die aber gar nicht zur Farbe von der Kartenschachtel passt irgendwie. Okay. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so notwendig war. Okay. So, das Kartenspiel kommt jetzt wieder in die Halterung zurück. Und zack, da ist die Magie passiert. Das Kartenspiel ist verschwunden. Ah. Okay, und jetzt kriege ich die Erklärung, oder was? Das war's? Ich habe keine Erklärung bekommen. Also, das ist ja mal so lächerlich. 45 Euro nimmt der Typ für einen professionellen Zaubertrick. Ich muss 10-mal hin und her schreiben, damit der checkt, dass ich einen professionellen Zaubertrick von ihm will. Er schickt mir ein Hochkant-Video davon, wie er einen Zauberkastentrick vorführt, den jedes Kind zu Hause hat. Ich glaube, ich habe aus 4 verschiedenen Zauberkästen 4 verschiedene Versionen davon. Er führt diesen Gimmick-Trick vor mit 50 Cent Gimmick und erklärt ihn nicht mal. Und dafür habe ich jetzt 45 Euro bezahlt. Okay, wie kann ich das jetzt stornieren? Ich will das nicht bezahlen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin mit der Qualität unzufrieden. Zum Lösungscenter gehen. Was bedeutet das? Kann ich das stornieren? Den Verkäufer um Stornierung des Auftrags bitten. Der Verkäufer ist nicht qualifiziert, die von mir angeforderten Arbeiten auszuführen. Das klingt gut. So, ich habe ihm jetzt erklärt, ich habe 45 Euro bezahlt für ein Tutorial und alles, was er mir geschickt hat, war die Performance von einem Kinderzauberkastentrick. Das ist mir das Geld leider nicht wert und ich würde ihn freundlicherweise darum bitten, das zu stornieren. Danke trotzdem für die Zeit und für die Mühen. Ja, und damit geht dieses Kapitel auch zu Ende. Das Kapitel ist noch nicht vorbei. Freunde, ignoriert mal kurz diese Frisur bitte, ja? Wir haben jetzt den Upload-Tag, ja? Heute seht ihr das Video. Wir haben jetzt Sonntag, es ist 12.40 Uhr. Ich muss das ganz schnell noch mit ins Video reinschneiden. Der Typ hat meinen Antrag, das bitte zu stornieren, abgelehnt, weil er sagt, ich habe gefragt, welche drei du willst. Er hat mich gefragt, was für Tricks willst du? Ich so, ich check nicht, was du willst von mir. In der Beschreibung stand, du erklärst mir einen professionellen Trick. Willst du einen speziellen Trick oder soll ich einen für dich auswählen? Das hat er dann schon als Lieferung abgegeben, als zweite. Da habe ich gesagt, nein, ablehnen, ich bin noch nicht zufrieden.
Your choice. Also er soll bitte einen Trick für mich aussuchen. Dann hat er das hier abgeschickt, ja? Dieses Video mit der Performance. Dann habe ich gesagt, bitte stornieren. Und er sagt jetzt, ich habe dir drei Sachen geschickt und du hättest aussuchen können. Er hat nur eine Lieferung gemacht. Die ersten zwei waren einfach nur Text. Hier ist kein Trick dabei. Er hat einfach abgeliefert mit dem Text. Was willst du? Meine 45 Euro sind jetzt weg. Die hat er jetzt behalten. Ich habe 45 Euro bezahlt für ein Hochkant-Video von einem Typen, der einen Zauberkastentrick performt. Nice. Und der Mohammed, der antwortet einfach nicht mehr. Ich habe ein Video für dich. Gib mal dein Telegram. Aber ich habe kein Telegram. Ja, dann gib mal dein WhatsApp. Aber ich will dir mein WhatsApp nicht geben. Ende des Gesprächs. Wow. Lösungscenter. Auftrag stornieren. Verkäufer antwortet nicht. Weiter. Wurde storniert. Gehört immerhin 12,90 Euro wieder zurück. Was lernen wir daraus, Freunde? Warum habe ich dieses Video gemacht? Mir war wichtig, darauf hinzuweisen, auf Plattformen wie Fiverr oder sonst wo, auch in Online-Shops. Eine Interaktion zwischen Kunde und Verkäufer erfordert immer ein Grundvertrauen. Und wenn aus welchen Gründen auch immer euer Bauchgefühl euch sagt, da stimmt irgendwie was nicht, euer Vertrauen ist nicht zu 100% gegeben, dann hakt danach und schaut ganz genau doppelt und dreifach hin. Es gibt leider auch einfach viel zu viel Scam da draußen. In dem Sinne, um Scams zu vermeiden und trotzdem richtig coole Zauber-Tutorials zu haben, abonniert gerne meinen Kanal und nicht nur das. In unserer Somnium Membership lernt ihr auch noch krassere Zaubertricks, die zu heftig sind, um sie kostenlos einfach so auf YouTube zu erklären. Geht dazu einfach auf somniumcards.de/membership und da findet ihr alle Infos dazu. Ich hoffe, dieses Video hat euch zumindest unterhalten. Pass auf, wenn ihr im Internet unterwegs seid, und hier geht es zu meinem letzten Video. Da spreche ich nämlich über die aktuellen neuen Zauberei-Weltmeister. Dieses Jahr hat nämlich die neue Zauberei-Weltmeisterschaft stattgefunden und die wichtigsten Infos dazu findet ihr in dem Video. Haut rein. Und den Matti-Code 5 nicht vergessen, wenn ihr bei Holy bestellen möchtet. Da spart ihr nämlich 5 Euro.